War das Mittelalter das dunkle Zeitalter? Nun, eigentlich müsste man es als das agrarische Zeitalter bezeichnen, denn alles, was man hier mit Schmutz assoziieren möchte, hat höchstens mit der Erde zu tun, mit Feldarbeit und ja, es ist eine Ära, in der sich viele die Hände schmutzig gemacht haben. Doch gab es nun all die Krankheiten, das Leben im Dreck, das unverzichtbare Betteln und Hungern? Nicht wirklich, es gab schon all das, doch im Gesamten sind das Szenarios des 15. und teilweise sogar 17. Jahrhunderts, also gut 300 bis 500 Jahre später als die hier beschriebene Epoche. Und versteht mich nicht falsch, gab es im 11. Jahrhundert Bettler? Gab es Hunger? Natürlich gab es sie. Gibt es heute Bettler? Gibt es heute Hunger? Heute wissen wir, dass sich in der Zeit zwischen den Jahren 1000 und 1200 die Bevölkerung in Europa verdoppelt hatte. Es wird gerechnet, dass es im Jahr 1000 rund 30 Millionen Menschen in Europa gab. 200 Jahre später waren es über 70 Millionen. Diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Im 11. Jahrhundert gab es noch keine demografischen Umfragen und Eintragungen in Stadtbücher. Solche Zahlen werden von Historikern mühsam aus dem Messen von gerodeten und bebauten Waldflächen extrapoliert. Doch ungeachtet dessen, wie gut geschätzt die Zahl nun ist, die Dynamik des Bevölkerungswachstums ist unbestritten. Ich bin sicher, dass der durchschnittliche Handwerker aus Metz, der alltägliche Bauer aus Südfrankreich oder der Scholastiker aus Prag, sie wären entsetzt, wenn sie sich die ersten 30 Minuten aus Königreiche der Himmel mit Orlando Bloom anschauen würden. Sie wären schockiert, dass wir glauben, ihre Welt würde so finster aussehen und sich so deprimierend anfühlen. Gleiches gilt für Romane und Filme wie Der Medikus. Das sind alles postmoderne Fantasien, die für ihre Erzählstruktur ein verdrecktes, ein hinterweltlerisches Mittelalter brauchen, um so einen Kontrast zu schaffen, wenn sie dann in der zweiten Hälfte der Geschichte, des Romans oder des Films die Gegenseite zeigen, den Orient. Dieser soll möglichst glänzen und kultiviert wirken. Natürlich waren die Klöster häufig karg und häufig arm. Doch das war Programm. Dies ist auch eine Zeit, in der die spirituellen Parameter des Christentums definiert werden. Es ist die Zeit des Aufstiegs der Abtei Cluny und der Benediktinermönche. Das westliche Mönchtum ist vor allem zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert aufgeblüht, beeinflusst von dem deutlich älteren Eremitentum und der Askese der alten christlichen Sekten im Nahen Osten. Doch habt ihr euch mal einige Bilder aus dem Mittelalter angeschaut, die das Alltagsleben zeigen, ob Adel oder Bürgertum? Die Fülle aus Farben ist geradezu beispiellos. Wenn man eine Burg betrat, begegneten einem überall Wandteppiche. Und wer sich keine leisten konnte, benutzte Malereien oder Vorhänge. Auf jedem Gang, in jedem Zimmer sah man in den Ecken Ikonen oder auch weltliche Bilder. Das gilt auch für Kleidung oder zum Beispiel den Haarschnitt. Es gibt diese Vorstellung, dass irgendwo jenseits der Hauptstädte die Adligen mehr wie ungepflegte Straßenräuber ausgesehen haben. Doch diese Idee ist abwegig und ignoriert die innerste Natur der mittelalterlichen Ständegesellschaft. Gerade der Adel konnte die eigene Herkunft gar nicht genug betonen. Edelleute waren quer durch Europa stets sehr gut frisiert und trugen auffällige, saubere Kleidung, die keinen Zweifel aufkommen lassen sollte, woher sie kamen und wer sie waren. Und auch Männer waren darauf bedacht, dass die Locken ganz genau saßen und nirgendwo sich ein peinlicher Schmutzfleck befunden hatte. Rang und Status beeinflussten das Erscheinungsbild. Unvorstellbar ist das Bild rülpsender Rüpel, die sich nach dem Fressen ihre fettigen Hände in das Fell eines Schäferhunds abputzen, wie man das aus Literatur und Film kennt. Und damit kommen wir zu einem anderen Beispiel, das notorisch mit dem Mittelalter in Verbindung gebracht wird: Hygiene. Gerade aus dem Stadtbild jener Jahrzehnte sind die öffentlichen Bäder nicht wegzudenken. Das Badehausleben war ein zentrales soziales Thema der Stadt. Die städtische Bäderkultur ist erst im 16. Jahrhundert, also in der Reformationszeit, endgültig verschwunden. Zum einen gab es eine starke Verknappung der Holzpreise, was das Baden immer teurer machte, denn das Wasser in den Bädern wurde durch Öfen erhitzt. Zum anderen wüteten in der Renaissance und im Barock tödliche Krankheiten wie Pest, Syphilis, Cholera und diese wurden durch die Badehäuser begünstigt. Doch gerade in Deutschland war es die Reformationszeit und das Erstarken des Protestantismus, die den Badehäusern den endgültigen Dolchstoß versetzt haben. In den tatsächlich manchmal etwas zu sinnlichen Badehäusern gab es einfach zu viel Nacktheit und zu viele Überlappungen zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen. Doch all das ereignet sich über 500 Jahre nach dem Anbeginn jener Zeit, die wir als das Hochmittelalter bezeichnen. Und erst dann bahnte sich jene Ära an, in der sogar die Aristokratie unentwegt nach Schweiß und Fisch gerochen hatte. Doch das ist nicht das Mittelalter. Wir reden hier vom Barock.
Und das ist der zentrale Punkt zum Verständnis unserer Betrachtung. Ein beachtlicher Teil unserer Mittelaltervorstellung entstammt dem 19. Jahrhundert, als man nach Motiven suchte, um die Neuzeit mit ihren neuen Tugenden und Vorzügen von der rückständigen Vergangenheit abzusetzen. Historisch ist daran nur wenig. Die mittelalterlichen Menschen haben nicht schlechter, aber auch nicht besser gerochen als wir. Europa war groß im Kommen in diesem 10. und 11. Jahrhundert. Ja, es war noch immer eine zerbrechliche soziale Konstruktion, geplagt von mäßig guten Ernten und Menschen, die ihre Macht missbrauchten. Doch das allgemeine Gefühl mag damals ein wenig ähnlich gewesen sein wie heute. Etwas bedrohlich und doch faszinierend. Dieses Gefühl in der Luft, dass wir uns am Anbeginn von großen Dingen befinden. Der Alltag dieser Jahrzehnte scheint durchdrungen mit spannenden Neuigkeiten und unglaublichen Entdeckungen zu sein. Die Empfindung, dass jeder Einzelne Teil eines größeren Etwas ist. Und das ist ein starker Gegensatz zu dem manchmal sogar im Schulunterricht vermittelten Eindruck, die mittelalterlichen Menschen waren einfach nur depressive Nihilisten, die das Leben im Diesseits als ein finsteres Tal betrachtet haben, das zu durchschreiten es galt. Denn so habe ich das vor 35 Jahren in der Schule gelernt. Doch es spricht viel dafür, dass diese Vorstellung vollkommen ahistorisch und irreal ist. Gab es nun eine morbide und depressive Atmosphäre im Mittelalter? Das ist ein interessantes Thema, dem sich zu nähern gar nicht so einfach ist. Mir sind beim Lesen zwei Begriffe über den Weg gelaufen, die durchaus eine starke Bedeutung in der Mittelalterforschung haben. Der eine Begriff lautet Vanitas, der andere Begriff lautet Melancholie. Vanitas, zu Deutsch Eitelkeit, doch auch Nichtigkeit oder Vergeblichkeit, ist ein Stilmittel oder eine Ausdrucksform, die dem Betrachter zeigt, dass alles der Vergänglichkeit unterworfen ist. Weder wir sind hier für die Ewigkeit und auch unsere Kinder werden eines Tages nur Staub sein. Sogenannte Vanitas-Motive mahnen, dass der Mensch nicht wirklich das Leben kontrolliert, sondern nur von geborgter Zeit lebt. Deshalb sind solche Darstellungen meistens morbider Natur und beinhalten häufig den Tod, Totenschädel, Skelette. Vanitas wurde nicht im Mittelalter erfunden. Es ist ein Themenkreis, den wir bereits aus der Antike kennen. Doch der Unterschied zwischen der Antike und dem Mittelalter liegt hier vor allem in der Betrachtung des Hochmuts, des Stolzes. In der antiken Welt ist der Vanitas-Gedanke mehr eine Erkenntnis darüber, dass wir Teil eines größeren, kaum überschaubaren Vorgangs sind, der Verspieltheit der Götter ausgeliefert. Das Mittelalter ist jedoch fest im Griff des christlichen Gedankens. Es ist der Hochmut, von dem hier gewarnt wird. Es ist auch das gut vertraute Motiv, dass niemand sein Vermögen ins Grab nehmen kann. Das Mittelalter führt uns wiederkehrende Themen vor, wie den Danse Macabre, den Totentanz, der sehr häufig in Form von Holzschnitzereien, Zeichnungen, aber auch Musikstücken in Erscheinung tritt. Nimmt man nun Vanitas-Motive und hier vor allem die Totentanzbilder unter die Lupe, so zeigt sich schnell, dass dies vor allem eine Thematik des 14. und 15. Jahrhunderts ist und stilistisch und atmosphärisch der Renaissance näher steht als dem Mittelalter. Nichtsdestotrotz, es gab im Mittelalter eine schwermütige Art, die Dinge zu sehen, doch müssen wir uns die Frage stellen, inwieweit diese kunsthistorische Mahnung nicht im krassen Gegensatz zu einem ausgelassenen Lebensgefühl steht, das nur wenige Gedanken an den Tod und die Sühne verschwendete. Und wenn Künstler tiefer in die Trickkiste ihres Könnens und ihrer Inspiration greifen, um mehr Licht in die Dunkelheit der menschlichen Existenz zu bringen, gehören Mollklänge anstelle des gefragten Durs häufig dazu. Verstehst du, was ich meine? Ein Historiker, der in 1000 Jahren unsere Zeit studiert, könnte in irgendeinem Nachschlagwerk über das 20. Jahrhundert lesen, dass die drei am meisten gehörten Werke dieser Ära, drei Alben von Pink Floyd sind, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here und The Wall. Und anhand dieser Alben beginnt er ein Stimmungsbild des ausgehenden 20. Jahrhunderts zu definieren. Puh. Dieser Forscher in der fernen Zukunft hätte zwar darin recht, dass dieser sentimentale, stark melancholische und teilweise deprimierende Blick auf die menschliche Verfassung in der Tat viele Menschen beschäftigt hatte und somit aus dem kulturhistorischen Design des 20. oder 21. Jahrhunderts nicht wegzudenken ist. Aber als eine allgemeingültige Aussage über das Befinden von Millionen von Menschen wäre die Behauptung, wir alle müssen depressiv sein, weil Dark Side of the Moon eines der meistverkauftesten Alben aller Zeiten ist, gänzlich falsch. Bist du noch da? Das andere Stichwort war Melancholie. Das Standardwerk zu dieser Thematik ist sicherlich Saturn und Melancholie von Klibanski, Panofsky und Sachsel. Und wie es der Zufall so will, habe ich eine Ausgabe hier,
natürlich im schmucklosen Suhrkamp-Design. Mit dem Thema Melancholie verhält es sich ein wenig anders, da der mittelalterliche Mensch bestimmte Formen der Schwermut nicht so recht zuordnen konnte. Dies ist ein Problem, das das Mittelalter bereits von der Antike geerbt hatte und das im Grunde erst in der Moderne gelöst wurde, durch die Einführung des Begriffs Depression. In der Tat ist später mittelalterliche Literatur durchzogen mit Beispielen für ein bestimmtes Lebensgefühl. So kann man bei Boccaccio lesen: Per la malinconia e pel dolore che sento che me offendre dentro il cuore. Aufgrund der Melancholie und des Schmerzes, den ich fühle, der mich im tiefsten Herzen verletzt. Auch in diesem Zeitalter haben sich die Leute mit den Fragen beschäftigt, weshalb manche Menschen eine schwierige, triste Gemütsverfassung haben und ob dies eine Krankheit sei, eine Verfügung Gottes oder etwas ganz anderes. Fragen, die wir uns heute auch noch stellen und nicht selten Menschen zu Therapeuten senden, wenn ihr Zustand überwältigend erscheint. Aber auch hier müsste man anmerken, dass die meisten Zeugnisse der menschlichen Melancholie im Mittelalter, zumeist in den sehr späten Jahren des Mittelalters zu finden sind, im 15. oder 16. Jahrhundert oder eben in der Renaissance. Doch ich möchte nicht unnötig apologetisch klingen. Ich denke, dass es in jeder Gesellschaft überall auf der Welt einen festen Anteil an Menschen gab und gibt, die depressiv waren oder, wie es damals hieß, melancholisch, von der Dame Melancholie heimgesucht. All diese Mahnungen und poetischen Exkurse der mittelalterlichen Künstler scheinen doch eher ein Kontrast zu dem zu sein, wie die Menschen damals ihre Zeit empfunden haben. Eine neue, aufstrebende Zivilisation, aufbrausend und neugierig, die nun über ihren Tellerrand blickt und die es lernt, ihr Lebensgefühl in ausgelassenen Festivitäten zu feiern. Und die Künstler, Denker und Kleriker dieser Zeit mahnen natürlich auch zur Besonnenheit, Memento Mori. Vergesst nicht, dass Materialismus nicht alles ist. Vergesst nicht, dass das Leben endlich ist. Media vita in morte sumus, heißt es bei Notka. Mitten im Leben sind wir im Tod. Doch diese Zeile wurde am Ausklang der Antike verfasst und stammt aus dem 8. Jahrhundert. Und ihre Berühmtheit erlangte dieses Zitat, ja, ich sage es nochmal, im Barock. Wir müssen uns befreien von dieser verkrusteten Vorstellung, dass die mittelalterliche Gesellschaft eine depressive Zivilisation war, in der jeder nur darauf wartete, endlich zu sterben, weil erst dann das dunkle Tal durchschritten war und das eigentliche Jenseitsleben begonnen hatte. Das Mittelalter war keine Kultur, in der man so dachte. Doch in einigen Lehrbüchern steht so etwas noch. Ich kann da nur empfehlen, einen Bleistift zu nehmen und eine solche Passage herauszustreichen. Für die Wissenschaft. Stell dir Europa des 11. oder 12. Jahrhunderts nicht finster und verrottet vor. Es war eine kulturelle Blütezeit, eine Aufbruchszeit. Doch die Ausprägungen dieses Aufbruchs brachten einige mächtige Desaster hervor. Doch warum reden wir über all das? Nun, wenn ich darüber spreche, wie zehntausende Menschen, teilweise etablierte Bürger mit Karrieren, Handwerker, Bauern, Bäcker und Edelleute, alles aufgegeben haben, um in das ihnen gänzlich unbekannte Palästina zu gehen und dort die heiligen Stätten des Christentums von den Heiden zu befreien, müssen wir zwingend darüber sprechen, was sie motiviert hat. Es gibt auch eine Schattenseite, die den Alltag der Menschen damals nachhaltig beeinflussen konnte. Man muss es sich so vorstellen. Zu glauben war damals eine tiefe Alltagserfahrung. Das war nicht diese leere Worthülse, die heute ein Politiker benutzt. Würde man den damaligen Anteil am religiösen Leben im Mittelalter auf die heutige Zeit übertragen, sprechen wir schon längst von Fundamentalismus und Fanatismus. Und versteht mich nicht falsch, alles, was wir wissen, spricht doch dafür, dass die mittelalterliche Kultur eine Kultur war, in der das Individuum sehr gut aufgehoben war. Es gab den Schutz der Kirche und den Schutz des feudalen Herrschers. Beide Parteien waren unmittelbar für mein Wohlsein verantwortlich. Und über all dem schwebte der Überbau der Familie, der Sippe, das eigentliche Heiligtum der europäischen Kultur, noch vor der Ankunft des Christentums. Man konnte sich in allerlei handwerklichen oder geschäftlichen Gruppierungen organisieren und konnte zumeist auf den nächsten zählen, einem in der Not beizustehen. In der Theorie. Denn all das funktionierte natürlich immer nur dann, solange nichts in die Schieflage geraten war. Wenn innerhalb dieses gesellschaftlichen Gefüges plötzlich etwas begann, aus der Norm zu brechen, schlimme Sachen ereigneten sich. Denn letztendlich war dies eine Zivilisation, die gänzlich nach einer abstrakten Jenseitsreligion ausgerichtet war. War der Frohmut aus dem Leben der Leute gewichen, konnte der Einzelne die ganze Härte seines Umfelds zu spüren bekommen. Aberglaube konnte jederzeit die Kontrolle über die Gedanken der Menschen übernehmen.
Wehe, man war plötzlich marginalisiert und eine geistliche Persönlichkeit zeigte mit dem Finger auf einen und sagte, mit dir stimmt etwas nicht. Das zentrale Problem der modernen Geschichtsbetrachtung liegt in der ethischen Bewertung vergangener Vorgänge und ihrer Protagonisten. Das ist, liest man kulturhistorische Literatur, ein fortwährender Kampf zwischen zwei gänzlich entgegengesetzten Positionen. Das Mittelalter ist eine der populärsten Arenas für diesen geistigen Gladiatorenkampf. Auf der einen Seite die Theologen, aber auch ein überwiegender Teil der Historiker, die in der Ausbreitung des Christentums in Europa einen Katalysator für den Fortschritt sehen. Und auf der anderen Seite andersgesinnte Autoren, die zeigen, dass viele dieser Missionare und Bischöfe einfach nur abergläubische, obskure Spinner waren, die so absurde pseudowissenschaftliche Dinge von sich gaben, dass es sogar für manch einen wilden Germanenhäuptling nur schwer verdaulich war. Also Leute, bei denen es nie wirklich um Gott und Barmherzigkeit ging, sondern nur um die einzige Währung, die damals im gesamten Europa gültig war, landwirtschaftlich relevante Ländereien. Wer hat recht? Nun, vorweg muss man sagen, dass beide Seiten massiv zur Polemik neigen. Hier zeigt sich auch, dass es zu keinem fixen Ergebnis führt, einfach das symbolische Mikroskop, das man hier ansetzen mag, auf ein stärkeres Objektiv umzuschalten. Auch wenn wir in die geschichtlichen Vorgänge hineinzoomen, erhalten wir keine größere Klarheit. Mehr eine Fülle aus Anekdoten und Details, die mal die eine Seite stärken, mal die andere. Es ist eine Begegnung der Überzeugungen. Es ist die alte Frage, ob wir Ereignisse und vor allem Persönlichkeiten, die in der Tiefe unserer Vergangenheit gelebt haben, ausschließlich in dem moralischen Kontext ihrer Zeit betrachten oder ob wir eine universelle Ethik heranziehen und da diese Ethik universell zu sein hat, muss sie auch auf die vergangene Zeit anwendbar sein. Dann wird allerdings schnell sichtbar und deutlich, dass unsere gesamte Zivilisation nur auf Mord und Vergewaltigung aufgebaut ist und religiöse Heuchelei zugunsten von irgendwelchen Eliten. Nehmen wir mal Karl den Großen. Wenn jemand sagt, ich bin ein Fan von Karl dem Großen und ich beschäftige mich sehr gerne mit seiner Politik, seinen Kulturreformen, seinem Aufstieg zum größten Herrscher Europas und dem Begründer des ersten mittelalterlichen Großreichs, so klingt das recht nachvollziehbar. Jemand anderes mag sich da wundern und einwenden, dass der Mann de facto ein Massenmörder war, der die Sachsen mit dem Schwert christianisiert hatte und nur an einem einzigen Tag möglicherweise Tausende, ganz sicher aber Hunderte von ihnen hinrichten ließ, um Zeichen zu setzen. Beide Betrachtungswinkel haben ihre Makel. Wenn du der Anhänger einer historisch eher apologetischen Denkrichtung bist und somit meinst, dass historische Personen nur und ausschließlich im Kontext ihrer Zeit betrachtet werden dürfen, wird es plötzlich eng, je mehr sich der Nebel der Vergangenheit lichtet und die betrachtete Zeit näher an die Gegenwart heranrückt. Bereits bei den nicht zu verachtenden Gräueln der napoleonischen Kriege fällt es schon recht schwer, die Handlungen ausschließlich im Kontext ihrer Zeit zu sehen. Doch wie ist es mit dem Dritten Reich, mit dem Vietnamkrieg, mit dem Irakkrieg? Wo genau ziehen wir die Linie, ab der wir sagen, es ist okay für einen Massenmörder zu schwärmen, weil seine Untaten nur im Spiegel seiner Zeit betrachtet werden können? Oder anders gesagt, wenn in 500 Jahren jemand da sitzt, und ich garantiere, jemand wird genau dieses tun, und sich für die Nazi-Herrschaft und den Zweiten Weltkrieg interessiert, kann es sein, dass er hierbei genau die Position einnimmt, die wir manchmal an den Tag legen, wenn wir uns für das Römische Reich begeistern, für die alten Ägypter oder für Katharina die Große. Und diese vorerst fiktive Person in der Zukunft wird denken, dass die Nazis zwar auch paar schlechte Sachen getan haben, hey, das muss man im Kontext der Zeit sehen, in der sie leben, ich glaube, solche Facharbeiten aus der Zukunft würden uns, könnte man sie mittels Zeitmaschine zu uns schicken, ziemlich aufstoßen. Doch demgegenüber steht natürlich die universelle Ethik, geprägt von Karl-Heinz Deschner oder Peter Milger, die auf eine Erkenntnis hinausläuft. Wir waren Jahrhunderte und Jahrtausende absolute Schweine und unsere Vergangenheit ist etwas, wovon man leicht angewidert sein kann. Der Haken hierbei ist eher philosophischer Natur. Denn dieser Blickwinkel stellt eine Sicht der Dinge dar, die typisch für den moralischen Luxus der modernen, wohlgenährten Zeit ist. Auch wenn wir uns im alltäglichen Umgang bezüglich einer gewissen Ethik weitgehend einig sind, in dem Sinne, dass wir heute Konflikte selten mit dem Faustrecht oder mit aus Eisen geschmiedeten Waffen austragen, es ändert nichts daran, dass es absurd ist, dies auf die Menschen der Vergangenheit zu projizieren. Oder anders gesagt, es ist unfair, die Ahnen dafür zu bestrafen, dass sie nicht das Privileg hatten, in einer Zeit nach der Aufklärung, nach der industriellen Revolution geboren zu sein.